Hi, heute habe ich einen Klassiker aus der schwäbischen Küche für euch, und zwar das hier, Zwiebelrostbraten. Mega geiles Roastbeef und dazu eben Zwiebeln in einer richtig leckeren Soße. Und wie man das macht, das zeige ich euch in dieser Folge von Barbecue aus Rheinhessen. Viel Spaß dabei! Hier seht ihr jetzt die Zutaten, die ich für meinen Zwiebelrostbraten brauchen werde. Los geht's natürlich mit dem Fleisch. Das hier ist ein fantastisches 2 Kilo Stück Roastbeef. Das habe ich mir bei yourbeef.de bestellt. Dann brauchen wir ein bisschen Butter, etwas Salz und Pfeffer, Rinderfond, Rotwein und natürlich bei einem Zwiebelrostbraten eine ganze Menge Zwiebeln. Die Mengenangaben und auch der Link zum Fleisch findet ihr immer unten in der Videobeschreibung. Des Weiteren benötigen wir eine Gusspfanne, die ist schon auf dem Grill drauf, und diesen Einlegerost von der Consisform. Das ist alles, was wir benötigen, und dann würde ich sagen, legen wir los. Als allererstes kümmern wir uns um die Zwiebeln. Da habe ich also 3 Gemüsezwiebeln und 2 relativ große Zwiebeln. Nehmt einfach 3 bis 4 Gemüsezwiebeln, dann seid ihr da auf der sicheren Seite. Zwiebeln kann man sowieso nie genug haben. Und die Zwiebeln werden jetzt einfach erstmal geschält. Und dann schneiden wir die Zwiebeln einfach in feine Halbringe. Das reicht vollkommen aus. So, und damit auch der anderen Fraktion Genüge getan ist, schneiden wir die Zwiebeln quasi einmal links, einmal rechts. Dann sind doch alle glücklich. So, die Zwiebeln sind klein geschnitten, sieht jetzt wieder übelst viel aus, ist es aber nicht, denn ihr wisst ja, Zwiebeln kann man erstens nie zu viel haben, zweitens fallen sie in der Pfanne gnadenlos zusammen, und an der Pfanne, da geht es jetzt weiter. So, hier habe ich meine Gusspfanne, die habe ich jetzt schon seit einer guten Viertelstunde auf dem Grill liegen. Da kommen jetzt die Zwiebeln hinein. Und dann habe ich hier noch so ein charmantes Stückchen Butter. Das geben wir jetzt ebenfalls mit da rein. Das legen wir einfach oben drauf. Glaubt mir, die Butter wird schmelzen, und dann kommt die auch unten bei der Pfanne an. Jetzt machen wir den Deckel erstmal vom Grill zu und lassen die Zwiebeln kurz ein bisschen anbraten. So, hier liegt es da, das Ganze. Unser Stück Roastbeef, 2 Kilogramm vom Simmentaler Rind. Und da schnappe ich mir jetzt einfach mein Messer und gehe quasi einmal über den Fettdeckel, der noch dran ist, wohlgemerkt. Das ist ja leider heutzutage, wenn ihr in eine Metzgerei geht, nicht immer der Fall, dass da der Fettdeckel noch drauf ist. Aber wir ritzen ihn quasi so ein bisschen ein. Wir wollen da keinen Krustenbraten draus machen, aber wenn er eingeritzt ist, lässt er sich tatsächlich ein bisschen besser aus. Außerdem halten die Gewürze, die wir jetzt aufbringen, sprich Pfeffer und Salz, mehr ist es letzten Endes nicht. Das Ganze wird also einfach nur gepfeffert und gesalzen. Ich würze das Roastbeef nur auf der Oberseite, weil letzten Endes wird gleich auf dem Grill das Fett schmelzen und dann eben dementsprechend Salz und Pfeffer ein Stück weit mit runter ans Fleisch nehmen. Reicht von der Würzung also vollkommen aus. Außerdem haben wir dann ja noch die geschmackige Zwiebelsoße, die noch mit dabei kommt. Aber das Fleisch ist vorbereitet und wir schauen nach den Zwiebeln. So. Den Zwiebeln geht's gut. Wie gesagt, die Pfanne war einfach nur vorgewärmt. Wir wollen nicht wirklich anbraten. Letzten Endes sollen die Zwiebeln gleich in der Zeit, wo das Roastbeef gart, im Grill weiter vor sich hinschmoren. Ja, also von daher wollten wir die gar nicht scharf angrillen oder anbraten. Es ging jetzt einfach nur schon mal darum, dass wir sie hier in der Pfanne drin haben. So, Zwiebeln sind drin. Beziehungsweise da ist auch die Butter drüber. Jetzt schnappe ich mir hier den Aufsatz von der Consisform. So, und dann schnappen wir das Roastbeef und setzen das hier auf den Rost drauf. Und wie ihr euch nun vorstellen könnt, wenn da Fett runtertropft, landet es natürlich in den Zwiebeln. Das ist natürlich kein Schaden, sondern das hilft dem Ganzen enorm. Und jetzt werden wir das Fleisch noch verkabeln. Kerntemperatur im Roastbeef, die ich anstrebe, ist so 55, 56 Grad. Und ja, das wird einen Moment lang dauern. Und unten drunter, wie gesagt, die Zwiebeln schützen das Ganze. Wir haben unten drunter sowieso schon indirektes Setup, das heißt Kohlenkörbel links und rechts, keine direkte Hitze unter die Pfanne drunter. Und wir garen jetzt einfach mit der heißen Luft 200 Grad im Grill. So, das Fleisch ist verkabelt, Deckel zu, und ich melde mich dann, wenn es fertig ist.
Anderthalb Stunden bei 180 Grad. Später schaut das Fleisch jetzt so aus. Die Mieter haben mir verraten, dass wir jetzt bei einer Kerntemperatur von 55 Grad sind. Das ist der Moment, wo ich das Fleisch auf jeden Fall schon mal vom Grill runternehmen möchte, denn es gart ja noch nach, indem wir es einfach ruhen lassen. Nicht, dass wir am Ende dann über 60 Grad rausschießen oder sowas, das wäre extrem ärgerlich. Eigentlich wären tatsächlich 58 Grad eher so, dass ich, was ich anpeile. Also das Fleisch nehmen wir runter. Das Fett, was da gerade noch drauf stand, das lassen wir natürlich noch abtropfen. Denn das geht ja instant in unsere Zwiebeln hinein, die übrigens auch schon ziemlich gut aussehen. Die also jetzt über die Zeit richtig schön vor sich hingeschmort haben und richtig herrlich weich sind und absolut fantastisch riechen. Großartig. Die fülle ich jetzt gerade um. Während das Fleisch jetzt ruht, möchte ich quasi mit Hilfe von etwas Rinderfond und Rotwein, aber es ist nur ein Schuss Rotwein, noch ein kleines Süßchen machen. Wir geben jetzt hier so gute 200 ml Rinderfond noch mit in die Pfanne. Dazu hatte ich dann noch den Saft von den Zwiebeln und gute 100 ml Rotwein. Das Ganze lassen wir jetzt eben aufkochen. Ich habe jetzt den Hitzeschild unter der Pfanne weggenommen. Dementsprechend sollte die Pfanne jetzt also ein bisschen Hitze kriegen und dann kochen wir das Ganze jetzt eben schnell auf. So, das Süßchen kocht jetzt ein klein wenig vor sich hin und ich betrüge jetzt ein wenig. Ich gebe ein bisschen Soßenbinder mit heran. Hätte jetzt alternativ auch Stärke nehmen können oder Mehl. Dann rühren wir mit dem Holzlöffel das Ganze nochmal ordentlich durch, dass der Bodensatz dann noch so ein bisschen sich löst. Na, ihr seht schon, die Soße dickt schon an. So, wenn das Süßchen dann weit genug angedickt ist, geben wir jetzt die restlichen Zwiebeln wieder mit dazu. Und dann können wir das Roastbeef anschneiden. Das hat inzwischen übrigens eine Kerntemperatur von 58 Grad erreicht. Deswegen ist wirklich wichtig, dass man das frühzeitig dann vom Grill runternimmt. Denn es gart, obwohl es keine Hitze mehr bekommt, trotzdem noch nach. Das darf man eigentlich nie vergessen. Und schaut mal hier, die Zwiebeln alleine schon mit der Soße sind eine Sensation. Ich denke, wir können jetzt das Roastbeef anschneiden. Schaut euch dieses fantastische Stück an. Ja, würde ich mal sagen, schneiden wir es mal auf. Wir haben obendrauf eine richtige Kruste tatsächlich bekommen. Oh ja. Das sieht doch wunderbar aus. Schaut mal hier. Ein Träumchen. Ja, und dann werden jetzt solche Scheiben runtergeschnitten. Und dann der Hammer. Fleisch lässt sich übrigens wie Butter schneiden. Richtig schön. So, Scheibe Roastbeef mit den Zwiebeln oben drauf. Nochmal als Beweisfoto, dass es wirklich richtig schön geil Medium ist, stellen wir es nochmal so auf. Und ja, das sieht super aus. Es riecht fantastisch und jetzt wird das Ganze natürlich probiert. So, hier ist also ein Eckchen von dem Zwiebelrostbraten und jetzt wird natürlich auch probiert. Aber das Fleisch zerschmilzt eigentlich auf der Zunge. 58 Grad Kerntemperatur und da oben drauf diese Zwiebeln und die halt in dieser Soße aus dem Fond und dem Rotwein halt schwimmen. Eine mega Kombination. Ich weiß, klassisch gehören da jetzt noch eine Ladung Spätzle mit dazu. Die haben wir heute mal weggelassen. Aber die Kombination als solches mit dem Fleisch und den Zwiebeln ist schon ein absoluter Knaller. Das solltet ihr auf jeden Fall mal nachmachen. Da wünsche ich euch ganz viel Spaß dabei und ich hoffe, ihr habt viel Spaß bei dem Video. Wenn dem so ist, freue ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und einen freundlichen Kommentar. Solltet noch kein Abonnent meines Kanals sein, habt ihr da oben die Möglichkeit, das sehr gerne nachzuholen. Würde mich sehr freuen. Ansonsten, wer bei Instagram ist, folgt mir gerne bei Instagram, Barbecue aus Rheinhessen. Auch das würde mich sehr freuen. Das war's für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut, euer Jörn von Barbecue aus Rheinhessen. Bis dann.